Sie sind hier, 30. November 2018, 20.26 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Marco Grüttner erzielte für Jahn Regensburg den Ausgleich bei Erzgebirge Aue. Urheberrecht Getty Images Aue, Jahn Regensburg bleibt im 10. Spiel in der 2. Bundesliga in Folge ungeschlagen. Mit dem Remis bei Erzgebirge Aue verpasst der Jahn aber einen großen Sprung. Jahn Regensburg ist in der 2. Bundesliga weiter nicht zu besiegen. Die Donaustädter blieben am Freitagabend nach dem 1:1 bei Erzgebirge Aue zum 10. Mal in Serie ungeschlagen. Spielplan und Ergebnisse. Dennoch verpasste das Team von Trainer Achim Bayerlatzer, nach Punkten zu den Spitzenclubs aufzuschließen. Die Tabelle der 2. Bundesliga. Die Highlights der Freitagsspiele in der Sendung Sky Sport News HD. Die 2. Bundesliga ab 22:15 Uhr im TV auf Sport 1. Aue verpasst Befreiungsschlag. Aue holte dagegen einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Für einen echten Befreiungsschlag war das Unentschieden allerdings zu wenig. Es waren die Veilchen, die vor 7.100 Zuschauern im Erzgebirgsstadion bereits früh jubeln durften. Florian Krüger legte nach einem starken Dribbling für Pascal Testrohit 9. quer, der im Zentrum völlig freistehend nur noch zu seinem 5. Saisontreffer einschieben musste. Grüttner kontert Aues Führung. Die Gäste hatten aber die passende Antwort parat. Kapitän Marco Grüttner, 12. gelang per Kopf der schnelle Ausgleich. Das Spiel zum Nachlesen im Ticker Anzeige. Jetzt das Trikot von Aue oder Regensburg kaufen? Hier geht es zum Shop. Die Regensburger hatten daraufhin noch einige Großchancen, doch Hamadi Al-Ghadioui, 23. Grüttner, 26. und Oscar Sörensen, 57. mit einem Freistoß ans Außennetz konnten nicht nachlegen. Die Begegnung verlor im 2. Durchgang etwas an Tempo. Vor dem Tor fehlte beiden Teams die letzte Konsequenz. Von Sportinformationsdienst.